Rambur-Fest in Lohr am Main. Die Innenstadt freut sich auf Ihren Besuch und hat allerhand vorbereitet. Und um 15 Uhr wird die erste Zwergenbank enthüllt. Alle Infos auf den sozialen Medien und wir sehen uns zum Rambur-Fest in Lohr am Main. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 47. Ausgabe von Schneewittchen TV. Ich stehe heute am Lohrer Schlossplatz, denn hier ist am 30. Oktober richtig was los. Während wir heute einen ganz normalen Werktag haben mit viel Betrieb und viel vorbeifahrenden Autos, wird am 30. Oktober eine große Schneewittchen-TV-Bühne im Hintergrund stehen mit Live-Musik und vollem Programm. Leprechaun Splasher und die Bläserklasse C-Fix aus Frammersbach werden hier auf unserer Bühne spielen. Dazu wird die Jugendfeuerwehr einen Stand haben und natürlich auch die ASB-Hundestaffel um Carsten Kohls. Der Actionbiker Louis Freitag aus Frammersbach, der wird hier eine Stuntshow aufführen. Und wir prämieren natürlich die größte Sonnenblume und den größten Kürbis gemeinsam mit dem Ritera Humuswerk. Ihr könnt noch mitmachen bei unserem Gewinnspiel und 1000 Liter feinster Pflanzen- und Blumenerde aus dem Ritera Humuswerk in Wernfeld gewinnen. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch noch mich bei Harry Strohmenger vom Autoservice Strohmenger bedanken. Gemeinsam mit ihm sponsern wir nämlich für diese Saison die U15-Mannschaft der JFG Spessart Tor Lohr. Und da treten die Jungs mit unseren Trikots auf, was mich ganz besonders freut. Schaut mal bei den Spielen vorbei, was der Lohrer Fußballnachwuchs hier so treibt. Es lohnt sich auf alle Fälle. Ich habe schon berichtet, was hier am Schlossplatz passiert die nächsten Wochen am 30. Oktober. Es gibt natürlich noch andere interessante Veranstaltungen, beispielsweise die Premiere des neuen Films von Louis Freitag und Simon Büdel. Catch Me If You Can Teil 2 findet am 22. Oktober in der Skihütte in Frammersbach statt. Am 29. und am 30. Oktober gibt es 50 Jahre Bosch Rexroth Fotoclub mit Sonderausstellungen, Multivisionsshows und einem Porträtshooting in der alten Turnhalle. Und die Gaukler, die haben am 21. Oktober ihre Premiere im Kulturkeller vom Weinhaus Mehling. Und wir verlosen am Ende der Sendung Karten für das neue Stück Silver Sisters. Heute in der Sendung seht ihr über die Schulter geschaut. Ich war im Trinkwasserhochbehälter in Sendelbach, der Werkleiter der Stadtwerke in Lohr, Otto Merkler, und der stellvertretende Betriebsleiter Markus Emmert. Die haben mich herumgeführt und einen wunderbaren Einblick in den neuen Hochwasserbehälter gezeigt. Natürlich sind auch dabei 50 Jahre Bosch Rexroth Fotoclub. Ich war im Gespräch mit Albert Köggemann, auch direkt hier am Schlossplatz, mit dem ich gemeinsam durch die Stadt gelaufen bin, um einen historischen Schnitt des Bosch Rexroth Fotoclubs zu erhalten. Und kennt ihr schon das Lohrer Hexenhaus zu Füßen des Valentinusberges? Susi und Jockel Hutzel haben nämlich im letzten Jahr ein Tiny House gebaut und das wurde kürzlich eröffnet. Ich war auch zum Maus-Türöffnertag im Ritera Humuswerk in Wernfeld. Und nachdem heute so viel Betrieb ist, freue ich mich jetzt wirklich auf den 30. Oktober, wenn hier, naja, ich möchte nicht sagen, absolute Ruhe ist, aber wenn hier zumindest Musik, Spaß und Programm läuft. Ich wünsche euch viel Spaß in unserer Sendung. Von der Bevölkerung geschieht nahezu unbemerkt, welche Arbeiten ein städtischer Versorgungsbetrieb Tag für Tag erledigen muss. Seit mehr als 20 Jahren sind die Lohrer Stadtwerke im Einsatz und sorgen an 365 Tagen im Jahr für eine reibungslose Versorgung der Bürger. Nur bei der Wasserversorgung ist das schon eine gewaltige Aufgabe. Das Rohrnetz besteht aus 20 Kilometern Quellzuleitungen, 180 Kilometern Versorgungsleitungen und 60 Kilometer Hausanschlussleitungen. Dadurch fließen ca. 900.000 Kubikmeter Trinkwasser, das aus 6 Quellen und 2 Trinkwasserbrunnen gewonnen wird. 11 Hochbehälter mit einem Speichervolumen von insgesamt 5.500 Kubikmetern ermöglichen die Wasserversorgung für etwa 5.000 Lohrer Haushalte. Einer dieser Wasserspeicher ist der erst in diesem Jahr eröffnete Hochbehälter in Sendelbach. Werkleiter Otto Merkler
und der stellvertretende Betriebsleiter für Wasser, Markus Emmert, haben Schneewittchen TV zu einem exklusiven Rundgang mit vielen Informationen eingeladen. Ja, wir stehen jetzt am Buchenberg, am neuen Hochbehälter für Sendelbach. Neuer Hochbehälter, das vermutet man normalerweise unter der Erde. Das ist jetzt ein Hochbehälter, der aufgebaut wurde, der oberirdisch angelegt ist, Edelstahl, und der eigentlich verkleidet ist mit einer Feldscheune, damit er in die Landschaft passt. Warum wurde der gebaut? Wir haben ja bis jetzt schon auch Sendelbach versorgt mit einem kleinen Hochbehälter mit 250 Kubikmeter Fassungsvermögen. Und das hat vor allem für die Löschwasserversorgung nicht ausgereicht und wegen der Höheneinstellung, wegen dem hydrostatischen Druck, auch nicht für die Versorgung der Hochzonen richtig ausgereicht. Es war da immer das Problem, dass wir zu wenig Druck hatten, gerade am Romberg oben. Und als dann die Planungen für das Baugebiet südlich der Steinfelder Straße anstanden, haben wir uns überlegt, wie wir das bewerkstelligen können, dass wir hier ausreichenden Versorgungsdruck herbekommen, haben uns dann dafür entschieden, das mit einem neuen Hochbehälter, der höher eingestellt ist, auch zu bewerkstelligen. Und damit eben mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, eben die Löschwassersicherheit herstellen, den Versorgungsdruck verbessern und auch das neue Baugebiet erschließen. Das ist der Hintergrund und das haben wir alles hier mit diesem neuen Hochbehälter erreicht. Also die Aufgabe ist jetzt erfüllt und deshalb können wir das jetzt auch mal herzeigen, wie das sowas ausschaut. Ja, wir haben jetzt hier einen Hochbehälter stehend in Edelstahl ortsgeschweißt und der fasst einer bis zu 300 Kubikmeter. Davon stehen hier zwei in diesem Raum und die versorgen insgesamt ca. 600 Haushalte in Sendelbach. Die Hochzone von Sendelbach wird da über den Druck aus dem Wasserwerk Schweberg versorgt. Da kommt auch dieses Wasser her. Aber durch die Einstellung auf der Höhe von ca. 260 Meter haben wir das erreicht, dass wir tatsächlich über hydrostatischen Druck das ganze Gebiet versorgen können. Interessant ist, wenn man da reinschaut, dass man eigentlich nichts sieht. Man meint, der Behälter wäre leer. Tatsächlich ist er gefüllt mit ca. 3,70 Meter Wassersäule. Das Wasser, das hier gespeichert wird, entspringt im Rechtenbachtal in unseren drei großen Quellen, Oberflächenquellen, die dann als Rohwasser ins Wasserwerk Schweberg laufen. Dort wird das Rohwasser zu Trinkwasser, läuft dann nach der Aufbereitung über das Lora-Netz bis zum Kanodücker, eine Unterdückerung des Mains, in das Pumpwerk Sendelbach. Dort, wie gerade zu sehen, aktuell fördert dann die Förderpumpe 2 aktuell das Wasser mit 6 Liter pro Sekunde in den Hochbehälter. Und von hier wird das gespeicherte Wasser aktuell live über zwei Entnahmeleitungen ins Ortsnetz verbracht. Bei unserem Neubau haben wir auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert, um einfach die Grundlast für unsere Förderpumpen abzudecken. Hier die aktuelle Leistungsaufnahme, die die Photovoltaikanlage bringt. Jetzt auch bei trübem Wetter immer noch 2800 Watt. Wie gesagt, hier werden die Spitzen abgefangen und die Anlage ist so eingestellt, dass sobald 20 Minuten Sonneneinstrahlung ist, fängt der Behälter über die Förderpumpen an, den Behälter zu befüllen. Der Klimawandel und der damit zunehmende Wassermangel ist auch in Lohr anhand dieser Statistiken deutlich ersichtlich. Hier zu sehen zwei Tabellen, langjährige Aufzeichnungen der immer niedrigsten Quellschüttung pro Jahr, Aufzeichnungsbeginn von 1993 bis aktuell 2022. Schön zu sehen, ganz klare Tendenz. Wir in unserem Bereich brauchen natürlich Niederschläge. Die Grundwasserneubildung bewegt sich im Bereich von Oktober bis März. Und hier sieht man schön in einem 30-Jahres-Verlauf, wie sich die Tendenz immer weiter nach unten entwickelt. Und das wird die Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte für uns geben. Als kleinster Ortsteil oder mit einer der kleineren Ortsteile noch deutlicher zu sehen, die Entwicklung auch stetig nach unten über 30 Jahre. Und das deckt sich aber mit all unseren Quellen in unserer Region. Von all diesen Problemen wird momentan der Bürger und der Kunde von uns noch nichts spüren, weil wir noch in der Lage sind, durch entsprechende Pumpen und Aufbereitungsregime zeitlich und technisch das Ganze zu lösen.
Problematisch wird es dann, wenn das nicht mehr gelingt, wenn die Niederschläge so gering werden und die Grundwasserneubildung so gering wird, dass wir eben das technisch nicht mehr lösen können. Denn nur was auch in den Boden kommt, können wir aufbereiten, können wir fördern und verteilen. Deshalb sind wir momentan dabei, das Ganze zu untersuchen und Alternativen zu finden, indem wir momentan ein Strukturgutachten beauftragen, das uns Lösungsmöglichkeiten aufzeigen soll. Alternativengewinnungen oder Zukäufe oder was immer dann auch an Lösungsmöglichkeiten sich auftun wird, da müssen wir ergebnisoffen rangehen. In 6 Wasserwerken wird das Wasser wieder aufbereitet. Die Qualität des Trinkwassers unterliegt dabei strengen Auflagen, die ständig kontrolliert und protokolliert werden müssen. Zur Qualitätsüberwachung vom Trinkwasser ist Folgendes zu sagen. Es werden routinemäßig Wasserproben zur Analyse in Fachlabors geschickt. Dort wird das Trinkwasser überprüft, dass immer gewährleistet ist für den Kunden, dass Trinkwasserqualität immer da ist und dass durch engmaschige Beprobungen einfach sichergestellt ist, sollte es zu Auffälligkeiten kommen, dass wir sofort reagieren können. Das Einsparen von Trinkwasser ist sinnvoll. Allerdings geben Otto Merkler und Markus Emmert auch zu bedenken, dass das Wasser, um die Versorgung und Qualität aufrechtzuerhalten, natürlich auch verkauft werden muss. Bereits seit 50 Jahren gibt es den Bosch-Rexroth-Fotoclub, der sein Jubiläum, wenn auch mit einem Jahr Verspätung, am 30. Oktober im Rahmen des Rambur-Festes nachfeiern wird. Albert Köckemann ist einer von etwa 50 Mitgliedern, der in und um Lohr häufig mit seiner Kamera auf der Suche nach interessanten Motiven ist. Auch durch seine aufwendig produzierten Live-Reportagen mit ausgezeichneten Fotografien rund um den Globus ist der berendete Ingenieur vielen Lorern bekannt. Für Schneewittchen TV blickt der Wombacher zurück auf eine interessante Vereinsgeschichte, die von Blenden, ISO-Werten und Belichtungszeiten geprägt war und immer noch ist. Liebe Zuschauer, man könnte fast sagen, rein zufällig habe ich einen Albert Köckemann beim Fotografieren hier in der Stadt getroffen. Aber nein, du bist natürlich hier den Lorern als Fotograf bekannt, auch durch deine Multivision-Shows, die du in der alten Turnhalle immer abhältst. Und Bosch-Rexroth Fotoclub, seit wann gibt es den denn und seit wann bist du da dabei? Ja, Bosch-Rexroth Fotoclub oder Rexroth Fotoclub oder Mannesmann Rexroth Fotoclub, alles das Gleiche. Wir feiern das 50., was aber falsch ist, denn eigentlich gibt es uns seit 51 Jahren. Will heißen, 1971 begann alles mit einer handvoller Fotoenthusiasten, die sich vorgenommen haben, sich irgendwie zu organisieren. Das hieß damals Fotogruppe. Und Rexroth war so freundlich und hat diese Gruppe unterstützt. Unterstützt in einer Form, dass sie die Räumlichkeiten bekommen haben. Und zum Zweiten etwas ganz, ganz Tolles. Zu dem Zeitpunkt wurden Bilder noch entwickelt und vergrößert. Und dazu brauchte man Equipment. Und Rexroth hatte dieses Equipment im Bereich der Lehrlingsausbildung. Und die Leute damals durften dann mit der Gründung dieser Gruppe dieses Equipment auch nutzen. Traditionell haben wir immer am Rambur-Sonntag, wir werden das kennen, eine große Ausstellung. Und in den letzten Jahren dürfen wir Gott sei Dank in der alten Turnhalle das Ganze machen. Und dieses Jahr haben wir gesagt, zu einem 51-jährigen Bestehen, das 50. konnten wir aus Corona-Gründen leider nicht feiern, machen wir etwas ganz Besonderes. Die Ausstellung, wie Sie alle kennen, mit den Bildern bleibt. Auch die Publikumsbewertung bleibt. Zusätzlich eine kleine Ausstellung, die 50 Jahre oder 51 Jahre in Plakaten, aber auch in Hardware, in Dingen zum Anfassen einmal deutlich machen. Tolle Ausführungen. Jetzt hat der Albert bei seinem Blick zurück und in die Gegenwart vergessen, dass er seit 12 Jahren dabei ist. Er hat nämlich gesagt, er ist einer von vielen Mitgliedern, deswegen das an meiner Stelle. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf einen kleinen Weg zurück
in die Geschichte vom Bosch-Rexroth-Fotoclub zum katholischen Pfarrsaal. Da sind nämlich die ersten Multivisionsshows von euch gezeigt worden. Gehen wir mal hin. Also hier fing alles an. Ja gut, hier war schon zumindest das Thema Multivision aufgehängt. Uns fing hier auch alles an, mit 20 Zuschauern. Bei euch, ne? Ehrlich. Albert, was ist denn eigentlich eine Multivision-Show und wann und warum habt ihr hier im katholischen Pfarrsaal damit begonnen? Ja, was ist eine Multivision? Das ist eigentlich das, was wir alle kennen, nicht alle früher geschätzt haben, nämlich der Nachfolger der Dia-Show. Man kennt das, das Dia ging rein, es war dunkel, es kam das nächste Bild, es war wieder hell und spätestens nach einer guten halben Stunde wurden die Augen schwer und man sehnte sich nach dem Ende desselbigen herbei. Bei den Multivisionen wird es jetzt ein bisschen anders gemacht. Das Medium selber ist natürlich digital. Der Beamer ist derjenige, der es an die Wand bringt. Und man kann jetzt sehr sanfte Übergänge machen. Man kann Video zusammen mit Fotos mischen und man kann vor allen Dingen auch die Musik oder den Ton als unterstützendes Medium alles zusammennehmen. Und seit 2010 haben wir uns vom Fotoclub Bosch-Rexroth entschlossen, von der Dia-Show auf die Multivision zu geben. Und das, was wir hier sehen, das war die erste Stätte, wo wir unsere Multivisions-Shows geübt haben. Das Fischerhaus ist auch gleich in der Nähe, ja. Da finden die Fotoausstellungen statt. Da laufen wir mal hin. Da laufen wir hin, das ist gut. Ja, neben den Multivisionen beim Bosch-Rexroth Fotoclub ist natürlich hier auch das Fischerhaus ziemlich bekannt. Hier habt ihr nämlich einmal im Jahr eure große Fotoausstellung mit Publikumsbewertung. Hast du auch mal gewonnen? Ja, sagen wir mal öfter. Also Albert hat auch hin und wieder mal gewonnen. Erzähl mal kurz drüber, wie kamst du der Idee, dass eure Mitglieder die Fotos ausstellen? Ja, auch da muss ich sagen, eigentlich schon was ganz Altes. Ich habe mal in den Annalen nachgeguckt und schon Ende der 70er gab es am Rambur-Sonntag eine Ausstellung vom damals Mannesmann-Rexroth-Fotoclub. Allerdings dann noch in der alten Stadthalle, nicht in der jetzigen Stadthalle. Diese Tradition haben wir beibehalten, wir haben es ein bisschen verfeinert, weil heute ist es so, wir haben jährlich unsere Ausstellung. Jeder darf 3 bis maximal 5 Bilder dort präsentieren. Und um auch ein bisschen die Zuschauer zu beteiligen, haben wir uns einen kleinen Trick einfallen lassen. Denn wir freuen uns, wenn jeder Besucher die 3 Fotos, die ihm am besten gefallen, bewertet und uns mitteilt. Und wir ermitteln dann so, welche Fotos kommen denn ganz einfach am besten an. Daneben machen wir noch Folgendes. Auch wir vom Fotoclub intern gehen rund und bewerten uns gegenseitig. Natürlich nicht die eigenen Bilder, aber die der anderen. Warum machen wir das? Um einfach auch ein Feedback zu geben und um sich mal mit anderen zu beschäftigen. Manchmal ist Publikumsgeschmack und der Geschmack des Fotoclubs gleich, aber manchmal ist er auch ganz schön anders. Überraschungen, AV, Audiovision, auch in der Multivision bekannt, haben wir gerade. Audio kommt direkt aus der Musikschule, also perfekte musikalische Untermalung. So muss es sein. Wir sind jetzt hier an der alten Turnhalle. Am 30. Oktober findet hier der Tag der Multivisionen und natürlich der Fotoausstellung statt. Ich bin selbstverständlich auch wieder dabei, auch wenn wir unser 2-jähriges Schneewittchen-TV-Jubiläum am Schlossplatz haben. Aber ich gucke bestimmt mal rüber. Gut. Und ihr seid jetzt auch für euer soziales Engagement bekannt. Das liest man ja immer wieder. Wie kam es denn da dazu und was plant ihr denn dieses Jahr? Ja, wie kam es dazu? Die meisten wissen, dass was wir hier veranstalten, kostet grundsätzlich für die Besucher kein Geld, ist alles kostenlos. Aber wir haben teilweise so kleine Körbchen aufgestellt und da steht Spende dran. Aber die Spende, das haben wir uns überlegt, ist nicht dafür, dass wir uns was Neues für den Fotoclub kaufen, sondern wir sammeln das Geld und geben es dann auch an eine Institution weiter, die etwas vielleicht noch Wichtigeres damit anfangen kann. In der Vergangenheit war es zum Beispiel die Lohrer Tafel oder war auch das Kinderhospiz, wo wir das Geld gemacht haben. Das läuft dann so ab, wir sammeln einen gewissen Betrag und beispielsweise haben wir mal 430 Euro gesammelt, runden das denn mit Geld aus dem Fotoclub, in dem konkreten Fall auf 1.000 aus und geben das denn der Einrichtung. Das ist so der eine Part, wo wir mit dem Geld ein bisschen was machen. Und das andere machen wir seit 2016, genau. Auch eine schöne Sache für uns, das macht Spaß. UKW nennen wir das. Das ist die Uniklinik in Würzburg. Und in den Häusern A3, A4, wer es denn kennt, 5 Stationen sind das, dort hängen wir Bilder aus. Ja, lieber Albert, vielen Dank für die vielen Ausführungen, die du im Namen als einer von vielen, wie du mir gesagt hast, des Bosch-Rexroth Fotoclubs hier gerade geäußert hast. 30. Oktober, Rambur-Fest in Lohr, 2 Jahre Schneewittchen-TV auf dem Schlossplatz. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu wiederholen. Und natürlich schon ab Samstagabend
Die Multivisionen? Ab Samstagvormittag schon, ab 10 Uhr geht's hier los. Hier, Ausstellung, Multivisionen, das ganze Programm, was ich am Anfang vorgestellt habe. Und wenn am 30. Oktober so viel los ist wie jetzt hier gerade, dann können wir auf volle Säle hoffen. Vielen Dank und ich freue mich dann auf die Ausstellung und natürlich auf die Multivision. Ja, von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank. Tschüss. Des Lora Valentinusberges sorgen nicht nur die beiden Hausschweine Coco und Kalle für freudige Blicke der vorbeilaufenden Wanderer. Hier steht seit diesem Sommer auch ein kleines Hexenhäuschen, das eine weitere Attraktion für den regionalen Tourismus darstellen dürfte. In diesem Tiny House können Besucher aus nah und fern übernachten und Lora Natur, Ruhe und aber vor allem die Gastfreundschaft von Jockel und Susi genießen. In Eigenleistung haben die beiden mit Liebe zum Detail die etwa 10 Quadratmeter große Unterkunft gebaut. Wie Jockel auf die in Mode gekommenen Tiny-Häuser aufmerksam wurde und warum er selber eines bauen wollte, berichtet der Inhaber eines Lora Blumenhandels am besten selber. Häuser haben mich schon immer interessiert. Ich habe immer im Internet geschaut, bis ich dann auf dieses Hexenhäuschen gekommen bin. Es war erschwinglich als Bausatz und so habe ich mal gedacht, das baue ich selber. Es passt ideal zu meinen alten Mauern und in diese Umgebung. Den Bausatz habe ich mir dann bestellt von einer deutschen Firma in Norddeutschland oben. Der kam auch auf 7 Paletten, hier alle angeliefert. Dann ging es erst mal los. Wir mussten ja noch ein Fundament graben. Der Sockel musste gemauert werden. Und die ganzen Vorarbeitungen von Legen der Leitungen und Abwasserzuleitungen. Somit hat es ein bisschen gedauert und dann hatten wir auch 2 Monteure da, die den Grundaufbau aufgebaut haben. Dann ging es erst richtig los mit Innenausbau, Streichen, Fenster, Isolierung. Das war alles noch zu machen, was noch mal über ein Jahr lang Zeit gebraucht hat. Ein Jahr lang habe ich immer Feierabend, Mittagspause ein bisschen dran gearbeitet. Und es war mein Hobby, es hat mir Spaß gemacht, bis es fertig war. Der Bausatz kostete so um die 30.000, aber ich stellte schnell fest, dass das noch nicht alles ist. Ich wollte nochmal Isolierung dafür, zusätzliche Fenster, es musste eine Heizung rein und sehr viel gestrichen werden. Ist alles natürlich mit Öl und auf natürlicher Basis verarbeitet. Dann musste ein Bad rein und die Küche, es ist ja alles vollständig. Man kommt dann schon leicht aufs Doppelte vom Preis her. Für mich war wichtig, dass es ein solides Haus gibt, das auch im Winter bewohnt werden kann und alles da ist, was man braucht, wie in einem großen Haus. Wenn ihr wollt, zeige ich euch gern, wie es von innen aussieht. Also wir sind im August fertig geworden. September ging die Vermietung los. Sehr gut angenommen worden bisher von den Gästen. Die Gäste waren sehr zufrieden. Wir haben ganz tolle Resonanzen gekriegt. Unser Gästebuch ist vollgeschrieben mit ganz, ganz süßen Sachen, ganz tolle Sachen. Die Menschen kommen, ja, die erste war aus Ochsenfurt, nicht weit weg. Die andere aus Frankfurt und das letzte Mal hatten wir welche aus Belgien. Also es kommt sehr, sehr gut an von allen Teilen hier. Und ja, wir hoffen, dass es so bleibt. Die waren mit uns sehr zufrieden und wir natürlich auch mit unseren Gästen. Weil wir natürlich auch ganz tolle Gastgeber sind. Kilo Besucher durfte das Reterra Humuswerk beim Maustüröffnertag am 3. Oktober in Wernfeld begrüßen. Zumindest bei einer der 3 Führungen des Geschäftsführers Maximilian Kanzler durch die Humusaufbereitungsanlage, bei der sich Jung und Alt gleichermaßen interessiert zeigten. Wie die Waage funktioniert, wenn die Abfälle hier ankommen. Dann haben wir gerade eben die Anlieferhalle gesehen, wo die abgekippt werden. Und wir haben den ersten Kompostierungsschritt gesehen, der da drüben in den Boxen stattgefunden hat. Neben dem Kreislauf von Bioabfall zur Nutzerde zeigten sich vor allem die jungen Besucher an den außergewöhnlichen Geräten, wie beispielsweise einem Mietenumsetzer interessiert.
und genügend Raum für einige Bastelaktivitäten. Natürlich alles rund um das Thema Biorecycling war natürlich auch Zeit. Wie wichtig die frühzeitige Aufklärung für Kinder beim Biorecycling ist, gerade welche Produkte in die Biotonne dürfen und welche nicht, betonten auch Martin Oppmann vom Landratsamt in Kaltstadt und Geschäftsführer Maximilian Kanzler. Wir vom Landkreis Main-Spessart von der Abfallwirtschaft finden es ganz toll, dass das Humuswerk hier in Wernfeld einen Tag der offenen Tür, wo Sendung mit der Maus veranstaltet. Einfach hier, um zu zeigen, was aus den Bioabfällen im Landkreis wird, die hier ja komplett angeliefert werden. Circa 14.000 Tonnen im Jahr an Bioabfällen, die hier in Wernfeld vor Ort zu qualitätsgesicherten Komposten verarbeitet werden, die auch wieder auf den Feldern in und um Main-Spessart dann ausgebracht werden. Und deswegen ist es also ganz wichtig, einfach unsere Bio-Könner-Kampagne, die ja auch darauf zielt, dass eben kein Plastik, keine Fremdstoffe in die Biotonne rein sollen, hier vor Ort mal zu erleben, auch was aus dem Bioabfall wird. Ja, das war heute ein super erfolgreicher Tag. Wir waren sehr überrascht von 200 Gästen, die sich für dieses sehr wichtige Thema interessiert haben. Was passiert eigentlich mit dem Bioabfall im Landkreis Main-Spessart? Und insbesondere die Kleinsten hatten heute sehr viel Spaß beim Malen, Basteln, aber auch einfach mal zu sehen, wie warm wird eigentlich so ein Komposthaufen. Und ja, wir sind echt begeistert, dass wir so viel Interesse hatten und dieser Türöffnertag von der Maus war wirklich spitze. Es ist kein Geheimnis. Jede Firma muss immer ein gleiches Fundament an Aufgaben bewältigen. Egal, ob sie handwerklich arbeitet, Waren handelt oder etwas herstellt. Sie muss zum Beispiel Anfragen beantworten, Rechnungen schreiben, Aufgaben koordinieren und eine Buchhaltung führen und am besten auch leicht aus dem Homeoffice heraus. Gerade kleine und mittelständische Firmen verwenden dazu eine Vielzahl an gesonderten, eigenständigen Programmen. Insellösungen, die schnell teuer werden und gerade dann an ihre Grenzen stoßen, wenn die Geschäfte gut laufen. Maindesk von Optibit vereint alles, was Sie für eine Firma brauchen, in einer einzigen Plattform. Eine Lösung, eine Firma und die ist in der Nähe. Optibit aus Urspringen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in unserer letzten Sendung. Ich stehe immer noch am Schlossplatz und ich darf jetzt den Gewinner der letzten Sendung verkünden. Die Marmeladen von Drunis Früchtchen gewonnen hat der Wilbert Grabosch. Herzlichen Glückwunsch. Auch heute könnt ihr etwas gewinnen, wie ich anfangs der Sendung schon erwähnt habe. 2 Eintrittskarten für die Gaukler im Kulturkeller Mehling zum Stück Silver Sisters zu einem beliebigen Termin. Ihr müsst nur eine E-Mail info@schneewittchen.tv schreiben und ich möchte von euch wissen, wie viel Kubikmeter Volumen haben die beiden Wasserspeicher im Sendelbacher Trinkwasserhochbehälter? Die Lösung eben an info@schneewittchen.tv. Die nächste Sendung ist am 28. Oktober, 2 Tage bevor hier unser großes Schneewittchen TV Jubiläumsfest 2 Jahre Geburtstag läuft. Ich freue mich auf euch.